Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Warhammer End Times Vermintide, damit du das nicht aussprechen musst, weil du es wahrscheinlich eh wieder vergessen hast und nur Warhammer gesagt hättest. Ja, also wir sind wieder da mit Warhammer End Times Vermintide. Hallo! Und wir gehen in die nächste Mission. Wir sind wieder in Übersreik unterwegs. Wir hatten beim letzten Mal Angebot und Nachfrage gemacht. Und machen jetzt hineingeschmuggelt. Hier sagt hier unser Franz Lohner, sagt, die Straßen der Stadt sind derzeit zu unsicher für Vorratstransporte, aber nicht alle Straßen liegen überirdisch und deswegen haben wir jetzt die Mission hineingeschmuggelt. Woo! Los geht's! Starte! F2! So, der Horst startet das Spiel. Was denn? Ich sag, der Horst startet das Spiel. Ein bisschen gemein, dass die Schrift nicht lang genug da bleibt, ne? Der hat noch weiter geredet, dann yeah, und, war die Schrift schon wieder weg. Aber gut. Egal. Leute! Ich habe ja gesagt, ne? Also die Straße ist überfallen worden und die Transportwege sind kaputt und deswegen befinden wir uns jetzt hier unterirdisch irgendwo und transportieren und schmuggeln die Sachen jetzt rein. Wir haben wieder Markus Gruber und Carillion an unserer Seite. Ich würde ja gerne. Hast du auch so ein schwarzes Fenster an der Seite? Nee. Das ist Chatfenster. Okay, weg. Ich würde gerne wissen, ob die auch leveln und bessere Waffen kriegen. Aber keine Ahnung. Okay. Beim letzten Mal, das wollte ich dir noch gesagt haben, da gab es so Folianten, ne? Und immer wenn ich so einen Foliant aufgesammelt habe, stand da 1 von 3. Aber ich weiß nicht, wie ich mehr hätte aufsammeln können. Kiste! Da du mir mal wieder so gut zugehört hast, Ja, ich hab dir schon zugehört! Reagierst halt einfach nur nicht drauf, ne? Ich nehme es so hin. Ja, toll. Also gut, starten wir. Gegner links. Ich habe jetzt übrigens herausgefunden, wie ich, wenn ich auf dem Degen bin hier, auch schießen kann. Da steht ja die ganze Zeit eine 16 für Munition. Und ich habe mal in den Optionen nachgeschaut. Da geht's. Okay. Aber die Pistole ist nicht so stark wie meine 2 Pistolen. Und man kann sie nur im Notfall benutzen irgendwie. Hab eine Bombe gefunden, aber hier weiter ist nichts. Ja, ich habe auch eine Bombe. Jetzt ist wieder die Frage, ich habe immer das Gefühl, es gibt 100.000 Wege. Nee, ich bin da hinten lang gelaufen, da ist nichts. Hier auch? Ja! Ja? Ja. Hier warst du? Ja, da habe ich eine Bombe gefunden. Ach so. Ja gut, dann kommen da gerade ein paar Gegner bei dir. Versuch dir mal ein bisschen auf Distanz zu helfen. So. Alles gut. Okay, dann mal wieder mit dem Schwert voraus. Was ist hier? Nix. Das war jetzt gerade ein Stabangriff, oder was? Ja. Wow, was ist hier los? Okay, mega unübersichtlich viele Gänge. Ach du Scheiße. So. Ich hab alles angezündet. Ich hab eine Bombe geworfen. Oha, ey, was geht denn hier schon ab? Gerade angefangen. Gegner! Kommen ja die ganze Zeit her, die Viecher. Hallo, wir sind im Kanal. Oh, ich habe ja was gefunden.
Munition, cool, gut für mich. Hier sind Tränke. Interessiert dich nicht, okay, dann nicht. Lalala, mich interessiert, deswegen mach ich einfach mal weiter. Jetzt Verbandszeugs. Entschuldigung, wo bist du denn gerade? Nö, jetzt bin ich da nicht mehr. Ich warte ja nicht eine Minute auf dich. Da war gerade so ein Gift-Typi. Ich will mich halt mal ein bisschen genauer umgucken, weil wir ja hier immer so viel Zeugs noch rumliegen lassen. Okay, okay, Hilfe, 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 Hilfe. Oha, oha, da kommen ein paar richtig viele Dicke. Wo bist du denn? Ja, da wo du gerade warst. Okay. Du siehst das doch durch die Wand sogar, wo die Leute sind. Ich habe nur meine zwei Bots gesehen. Einer unserer Kollegen ist down. Ich hab dich mal geheilt. Vielen Dank. Ich muss kurz mich entladen. Das hört sich immer so scheiße an. Aber wenn ich mich nicht entlade, dann sterbe ich. Ja, das darfst du nicht vergessen. Da! Okay, ich glaube, ich komme nicht mehr hoch. Doch, da komme ich. Da hinten auch mal gucken, da kommen jetzt Gegner. Hier ist ein Dickerer. Wie kommt man hier hoch? Wo willst du denn hoch? Ich will auf der anderen Seite hoch, weil da irgendwas ist, was leuchtet. Und wir müssen... Oh mein Gott, Assassine! Hier sind doch Treppen. Kannst du einfach hochgehen. Ja, ich bin ja schon oben. Ich will mal hier gucken. Hier ist... Hinter uns geht was ab. Das war nur einer. Ja, ich hab nur gesehen, dass da einer am Ausrasten ist. Oh, hier kommen noch ein paar mehr. Ah, okay, gut, dann sind wir jetzt wieder hier. Wo war jetzt Munition, hast du gesagt? Ja, da! Giftkühl! Oha, weg, 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 weg! Hier Munition! Sehr gut. Sogar so ein unendlicher Beutel, geil. So, wir müssen jetzt dann hin da. Also, wir haben alles abgeguckt. Aber ich gehe mal hier entlang, in die Höhle. Lange. Ja, ich folge dir. Ich denke aber auch, dass das der Weg ist, den wir gehen müssen. Ja, genau, da, weil da unten ist so ein komisches System. Oh oh. Wir sollen das Schleusentor öffnen. Dann mach doch. Okay. Was ist das denn hier für ein Typ? Wo denn? Lol, ich hab eine Ratte getötet, die so einen Würfel gedroppt hat. Oha. Oha, ey, wie lange braucht ihr das scheiß Tor zum Aufgehen? Entladen, entladen. Okay, ich habe mir mal so einen Stärketrank reingepfiffen. Boah, ey, dieses Tor, ne?
Alter. Wo ist eigentlich ein Tor? Hier, das geht doch hier langsam die ganze Zeit runter. Okay, öffnet die Schmugglerroute. Hier ist eine Truhe. Oh, und hier kommen Ratten. Hier ist irgendwo eine Poisonratte. Hier ist Verbandszeug. Heil dich mal. Mach ich. Nice, danke schön. Warte von unten. Was war das denn? Drüber. Ist hier irgendwie was munitionsmäßig? Nee, ne? Okay, so, wir gehen jetzt einfach mal zur Schmugglerroute, die wir öffnen sollen. Ich weiß nicht, ob das schon das Ende der Quest ist oder ob das, wow, da noch weitergeht. Oha, ach du Scheiße. Hier geht wieder richtig die Post ab. Okay, so. Schmugglerroute öffnen. Ich denke mal, wir müssen da hinten auf die andere Seite. Hier gibt es ganz, ganz böse Geräusche. Hat er gerade gesagt, kill me? Lol, bei mir war gerade voll die Zeitlupe, bei dir auch? Nope. Okay. Dann liegt das vielleicht daran, dass ich aufnehme. Oh Gott, ich sterbe, ich sterbe, ich sterbe, ich sterbe! Nein! Ich habe mich vergessen zu entladen! Lieg am Boden! Oh je. Yeah. Ich muss mal gerade ganz kurz in die Optionen gehen und die Grafik mal runterschrauben. Und ich habe mich kurz geheilt. Wenn du da einmal drauf guckst und einmal zu oft das machst, dann bist du am Ende echt, ja, gefickt. Kommen die unendlich? Keine Ahnung, geht's weiter. Ja. Oh oh. Hast du eine Bombe? Nicht mehr. Jetzt wäre ein guter Zeitpunkt für eine Bombe. Schon benutzt. Okay, warte. Yes, fire is a great purifier indeed. Okay. So, dann lass uns doch eben schnell hier umgucken, wie das hier weiter aussieht und dann gehen wir weiter. Nicht, dass hier noch irgendwo ein Würfel oder sowas ist. Hier ist eine Kiste und eine Bombe. Okay, die Bombe nehme ich mal mit. Ja, oder nicht? Ah, hier. Munition. Verbandszeug. Da ist irgendwo eine Gasratte. Da kommt was Großes. Das ist nur diese Gasratte. Die muss einfach nur schnell down gemacht werden. Dann geht das schon. Assassine? Oha, ich habe ihn gekriegt. Lol, doch nicht. Ich habe ihn bekommen. Oh, da hinten ist wieder so ein Gasschmeißer. Ist sie tot? Habe ich sie gekriegt? Ich glaube ja. Irgendein Horn wurde geblasen. Ich glaube nicht, dass das ein gutes Zeichen für uns ist. Naja. Oha, oha. Nein, ist es nicht.
Ich kann zwar mehrere auf einmal killen und so, aber ich kann nur dreimal schießen oder viermal. Und dann muss ich mich echt entladen. Das ist echt heftig. Oh, meine Munition ist alle. Okay, wir müssen gucken. Schaut irgendwie alle Ecken ab und so. Ja, ja. Schaut ihr. Ja, ja. Gibst du dem Bots schon Anweisungen, ja? Ja, klar. Hallo? Hier ist eine Tür. Mit Kiste. Nice, ich öffne Kiste. Ist nur eine Bombe drin, kannst du nehmen. Hier ist noch eine Bombe. Hast du schon eine Bombe drin? Hier ist ein Stärketrank, den nehme ich. Ich habe schon eine Bombe drin. Ja, ich habe, was habe ich hier? Ja, ich habe eine Bombe. Leute, ich habe ein Pulverfass hier. Kommen wir hier raus? Ja, ne? Ich glaube, nee, wir müssen nicht runter. Wir müssen hier oben bleiben. Da unten kommen wir her. Wow! Okay, das Pulvereisen ist irgendwie, Pulverfass ist geil. Hast du einen Heiltrank? Ja. Gut, weil hier ist auch noch was. Ich suche gerade Munition für dich. Wenn du einen Heiltrank gefunden hast, dann nimm ihn, ne? Weil du bist relativ low von den Lebenspunkten. Ja, soll ich? Ja klar, einfach deinen benutzen und dann den anderen nehmen. Warte. So, ich glaube, wir müssen hier lang. Sigma-Schleuse. Hallo? Wo bist du? Du läufst ganz anders hin, ne? Ja. Ah! Nein! Oh, was machst du denn jetzt schon wieder? Ich sag extra noch, komm hier hin. Ich komme. Ja, jetzt bin ich gerade auf dem Weg. Lol. Assassine. Okay. Hinter mir auch! WTF! Stirb! Okay. So, wo warst du jetzt? Wo waren noch Gegner? Ja, es waren nur zwei Assassinen, die auf mich zugekommen sind. Sie sind beide tot. Okay. Dann lass uns mal hier runter. Hä? Davon kommen wir doch, du Mude! Nein, öffnet das zweite Schleusentor, steht hier. Oh. Oh. Leute, ich bin runtergesprungen, hab Schaden bekommen. So. Jetzt wird das hier wahrscheinlich wieder ein Gemetzel. Ich stelle mich wieder in die Ecke. Und ich habe keine Munition mehr, aber eine Bombe. Oha, die droppen von der Decke. Oha, Alter. Was hier abgeht. Hilfe bei mir! Das Tor ist... Ist es schon unten? Es ist fast unten. Okay. Entkomme aus der Kanalisation. Ja, dann mal raus hier. Weißt du was? Es ist noch kein viertes Viech gekommen. Das stimmt. Und jetzt kommt Sweatten gleich hinter uns so... Wow. Hier ist eine Tür. Born. Bist du noch hinter mir? Hinter uns, Gegner! Dicke Gegner! Okay, ich glaube, wir sollten weiterlaufen. Nein, hier, komm rein, komm rein! Truhe ist leer. Trepp, komm hier rauf. Ach du Scheiße. Oha, oha. Wir sind aus der Kanalisation raus. Oh, shit, Gift.
Ich sehe nichts mehr. Hilf, Typ! Tot! Sehr gut. Oha. Okay, weiter. Ja, vor uns, vor uns! Gift-Typ irgendwo? Ich seh nix! Komm hier! Hier rein! Hier rein! Keine Orientierung! Hier rein! Komm! Oh, hopp, 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 hopp! Ach da! Ich renne das so im Kreis, weil ich keine Orientierung hab! Oh mein Gott! Aber diesmal nur ein Würfel, ne? Ja, irgendwie schon, ne? Oh mein Gott. Ja, dann komm, lass uns würfeln. Wir haben ja leider nur einen Würfel. Ich habe wieder die grüne Waffe bekommen. Ich habe wieder eine grüne Waffe, aber ich weiß nicht, was es ist und... Degen des Hellstrom. Ich habe eine Pistol bekommen. Zaki Damas Trunt Gold. Grollhake. Fortfahren. Ich will nicht chatten. Ich bin gerade immer auf der Chat-Taste irgendwie. Okay. Ich habe im Fernkampf 155. Ich habe Sturmratten. Davon 5 getötet und ja, Clanratten, Sklaven getötet habe ich 156. Ja, man sieht ja immer bei allen da so, aber das ist ja glaube ich eher uninteressant. So, dann gehen wir mal zurück zum Gasthaus. Ich bin gar nicht so schlecht. Nö. Ist ja auch mehr ein Teamgame, ne? Ich glaube, es geht auch gar nicht darum, wer am meisten killt oder so, sondern einfach Hauptsache man kommt durch. So, dann gucke ich doch mal, ob die neue Waffe was taugt. Kann ich dir die Pistole auch geben? Ich glaube nicht, nein. Gehen wir mal kurz zur Schmiede. So, was haben wir denn hier? Degen, da ist er. Der ist genauso gut wie den ich anhabe. Hat nur eine andere Fähigkeit. Dann mache ich den. Ups, mache ich den kaputt. Ja, einschmelzen. Hab meine Waffe auch kaputt gemacht. 17 grüne Dinger habe ich dafür bekommen. So, schließen. Okay, schade, das konnte ich jetzt nicht so wirklich gebrauchen. Und ein Level aufgestiegen sind wir auch noch nicht. Wo sind wir denn gerade? Kann man irgendwo die Erfahrungspunkte einsehen? Ich glaube nicht, ne? Aber wir waren, glaube ich, kurz vor Level 3. Und ich glaube, mit jedem Level schaltet man sich hier neue Sachen in dem Ding hier frei. Weil wir hatten ja beim letzten Mal, als wir ein Level erreicht haben, haben wir ja die Schmiede bekommen. Ja. Dementsprechend... Ja! Und, man kann sich auch mit Level 15 erst ein Schmuckstück freischalten. Ja, so ist das. Ja, ich meine, wir spielen ja momentan nur auf einfach, dementsprechend gibt es weniger Erfahrungspunkte und so. Aber wir wollen ja erstmal nur das Spiel kennenlernen, die Level kennenlernen und so weiter. Und ja, oh, genau. Dann würde ich sagen, für euch war es jetzt erstmal. Wir sehen uns in der nächsten Folge.
von Warhammer. Genau, bis dahin. Tschüss. Tschüss.